ehrenamtliches Engagement braucht hauptamtliche Strukturen. Man braucht Qualifizierung für die Ehrenamtler, angefangen vom Asylrecht bis hin zur interkulturellen Begegnung. Man braucht Kontaktmöglichkeit mit Flüchtlingen, die ja oft abgeschottet in großen Erstaufnahmeeinrichtungen bis zu 6 Monaten leben müssen. Dann wird es schwierig mit der Begegnung. Zweite These: Ehrenamt kann staatliches Handeln nicht ersetzen, hat es aber oft gemacht im Jahre 2015. Und gerade beim Thema Wohnungsbau oder Gesundheitsversorgung ist deutlich, dass der Staat handeln muss. Und genauso auch bei der Frage der Anerkennung von Asylsuchenden als Flüchtlinge. Drittens: Ehrenamtler versuchen, den Bedürfnissen der Flüchtlinge zu folgen und stoßen hier aber an die Grenzen. Etwa wenn im Moment ein Nachzug zu syrischen Flüchtlingen, die anerkannt hier leben, scheitert, weil Frau und 2 Kinder im Libanon festsitzen, nicht zur deutschen Botschaft kommen können und das Auswärtige Amt antwortet: Tut uns leid, wir können nichts machen. Der Familiennachzug ist faktisch zum Erliegen gekommen im Moment, ohne dass es wahrgenommen wird. Der zweite Punkt ist, Ehrenamtler sagen den Flüchtlingen, dem Afghanen: Du wartest ein Jahr auf eine Anhörung und dann nochmal ein Jahr auf die Entscheidung. Es sind politische Entscheidungen fällig, wie eine Altfallregelung für lange anhängige Verfahren, die aber nicht diskutiert werden. Das heißt, hier stoßt Ehrenamt an die Grenzen. Und der vierte Punkt ist, Ehrenamt ist so auch ein Lernfeld für die eigene Gesellschaft. Wie demokratisch ist sie? Wie an den Menschenrechten orientiert ist sie? Und diese Ehrenamtsstrukturen verstetigen sich im Moment, sind natürlich frustriert über politisches Handeln oder Nichthandeln, aber die Ehrenamtler stehen in Deutschland und in Europa, angefangen von hier bis zur ehrenamtlichen Unterstützung, wenn jetzt in Griechenland Menschen eingeschottet werden, abgeschoben werden und ehrenamtlich Tätige nicht mehr an sie herankommen. Das heißt, die Botschaft heißt, das Ehrenamt funktioniert, man darf es aber nicht überfordern. Und wir brauchen ein staatliches Handeln, was Integration und Aufnahme in praktische Politik umsetzt.